Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 12.07.2023. Und unser DAX ist weiter auf sehr ruhigem Fahrgewässer unterwegs. Wir haben nicht viel Gegenwind. Die Verkäufer halten sich weiterhin zurück, sodass unser DAX hier zunehmend in der Erholung Punktgewinn verbuchen kann. Wir hatten gestern gesagt, dass unser DAX bestimmt so zwischen 57, 67 und im weitesten vielleicht auch 600 irgendwie pendelt. In dem Bereich hatte ich euch gezeigt, sollte durchaus hin und her laufen. Hatte gesagt, dass ich auch damit rechne, dass neue Hochs zurückzucken, aber eben die Tiefs auch gekauft werden und er erstmal weitere höhere Hochs und höhere Tiefs stellt. Um die Verkeilung noch ein bisschen zuzuspitzen, das hat er auch getan. Wir haben recht spät dann sogar auch noch einen Schluss über 57 rausbekommen. Ihr seht es aber vom Bewegungswinkel, würde das sogar noch als Verkeilung durchgehen. Also ich würde das jetzt nicht als Auflösung der Verkeilung sehen, aber unser DAX kommt gut vorwärts. Heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass man jetzt hier schon in die Hände klatschen muss, denn aus der übergeordneten Perspektive ist er ja noch im Abwärtstrend. Er befindet sich jetzt gerade in einem Rücklauf des Abwärtstrends und könnte auch, wenn er sich, sage ich mal, in dem Bereich hier das Genick bricht und dreht wieder nach unten, hier sogar noch so ein drittes Kästchen, das habe ich euch vor 2 Tagen schon mal eingezeichnet, könnte hier dann auch noch so ein Kästchen eben noch dranhängen. Das sieht man auch öfter mal, ja, dass er dann einfach noch so ein Ding hinten dranhängt und noch so eine Bewegung nach unten wegtritt. Ja, erinnert euch daran. Als der DAX hier hochgetigert kam, sah es auch erstmal gut aus, sah es auch aus, wie es machte, das Gap noch bei 3,40 zu. Und dann fing es an, harte rote Kerzen zu regnen und es strickte sich daraus eine wirklich sehr, sehr, sehr schwache Woche. Ja, das heißt, wir sollten hier langsam ein bisschen aufpassen in dem oberen Bereich. Ich bleibe aber erstmal dabei, ich würde nicht zwangsweise Short suchen, ich würde hier wirklich eher noch Long probieren. Solange wir keine Veränderung vom Bewegungsverhalten sehen, das heißt, solange wir noch steigende Hochs und steigende Tiefs drin haben, halte ich es für weiterhin realistisch, dass wir auch in das Gap noch eintauchen, das vielleicht auch noch zumachen. Das ist hier im Bereich um 29. Wir sind an der Gap-Kante jetzt tatsächlich hier, wenn ich hier die Öffnungskerzen gucke, genau angestoßen. Na, also, das ist auch nochmal ein Bereich, von dem man reagieren kann und dann Lasten auch reagieren. Also, der dürfte auch zum Mittwoch hier locker nochmal einen Boden um 57 holen und dann muss man auch langsam einkalkulieren, dass wir von hier auch wirklich ein gutes, selbst wenn er hoch will, selbst wenn er oben raus will, kann er auch im Anstieg nochmal einen kräftigeren Rücksetzer einsetzen. Ja? Und deswegen einfach so ein bisschen wie die letzten Tage erwarten, dass öfters nochmal ein Rückstoß kommen kann. Ja, nicht davon ausgehen, dass der jetzt hier komplett die Rakete macht. Außer er macht natürlich die Rakete. Also aufwärts geben, offen lassen und sowas rausdrücken. Das ist ambitioniert. Oder nicht, dass es ambitioniert, sondern das wäre passend, hier eben weiter hochzuziehen. Aber ich könnte mir doch schon vorstellen, dass er hier streut und sträubt sich vor allen Dingen. Und auch aus dem Bereich, insbesondere hier 900, dann halt auch wieder wegknickt. Wenn er nicht sogar schon an der 865 überraschend tief reinkommt. Das sollte man jetzt hier immer mit im Plan haben. Auch, dass die Verkeilung mal nach unten angerissen wird. Denn wir sind vom Bewegungswinkel, na, wenn wir gucken, wir sind hier einen Tag gefallen und 1, 2, 3 Tage haben wir jetzt gebraucht, um diese eine Kerze auszugleichen. Das heißt, wir steigen wesentlich langsamer, als wir gefallen sind, weil hier immer wieder rein verkauft wird. Es wird immer wieder Position abgestoßen in der Erholung und das machen Marktteilnehmer, weil sie das Risiko einpreisen, dass wir weitere Tiefs noch bekommen können. Ja. Ist auf der anderen Seite allerdings auch immer so ein Anstieg. Also das gibt keine Anstiege, die anders aussehen. Ja, und wir werden in dem Bereich, werden wir merken, na, was das werden soll halt. Na, also will er oben raus, dann zieht er hier komplett gerade durch, dann rammelt er uns direkt über eine 16,30 auch noch drüber. Ja, dann streckt er sich jetzt hier Mittwoch, Donnerstag richtig oben raus. Dann macht er bis, keine Ahnung, Dienstag hier irgendwie so einen Rücklauf und dann geht's nächste Woche aber richtig flott oben weg. Na, oder der stößt sich jetzt hier deutlicher im Kopf, kommt auch diese Woche noch einen ganzen Meter zurück. Und dann also diese Woche noch zurück und dann geht es hier nächste Woche ins Theater. Aber das wird jetzt wichtige Entscheidungszone. Ne? Auch für die, die hier vor der Vorwoche doll überrumpelt wurden, die vielleicht noch irgendwelche Schieflagen drin haben, sollten vielleicht in dem Bereich auch überlegen, ob sie da nicht vielleicht auch einen Teilverlust mal realisieren. Ja?
Na, es wäre wirklich naheliegend, dass er von hier, oder es wäre üblich einfach, ne, dass wir in dem Bereich hier dann eben doch nochmal eine größere Beuge nach unten reinkriegen. Muss nicht kommen, wäre aber üblich und darum geht es ja bei der Chartanalyse, das zu analysieren oder das ein bisschen abzuleiten, was eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, einfach weil der Markt es üblicherweise so macht. Eine Garantie, dass das so kommt, gibt es aber nie. Niemals. Ne? Wir kennen keine Zukunft, können immer nur damit arbeiten, Mustern, die wir schon mal gesehen haben, die der Markt üblicherweise abspielt. Und da wäre eben hier zu sagen, aus dem Bereich nochmal runter, wäre ganz natürlich. Ja, sollte man deswegen einfach mit auf dem Radar haben. Wenn es anders kommt und er durchzieht, das ist ja auch fein. Aber man sollte es mit im, auf dem Radar haben. Gut, Freunde. Mehr kann ich ansonsten nicht mitgeben. Hier ist ein Gap, da ist ein Gap. Ja, also im Bereich 16,30 ist ein Gap. 15,920, 15,900, das ist jetzt die nächste wichtigere Zone auf der Oberseite. Unten haben wir Support 750, 37, 700. Das ist jetzt eine schöne Zone. 750, 700 kann natürlich auch nochmal Schwung holen. Und alles darunter wäre negativ. Positiv darf man hier schon sogar leicht werten, aber den Abwärtstrend nicht ganz vergessen. Ja, kann schon sein, dass uns das in den nächsten 1, 2 Tagen hier nochmal begegnet. Okay, ich mache dann hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.